Ganz kurz hier ein Auszug aus meinem internen Training für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und weil das auch immer wieder ja, oberflächlich verwechselt wird. Wir hier bei Klein Marketing, Experten für die Neukundengewinnung in der IT-Branche, insbesondere im Enterprise-Segment, wir unterscheiden uns sehr, sehr stark von der traditionellen MQL, Telemarketing-Agentur oder grundsätzlich einer Lead-Gen oder Demand-Generation-Agentur, die sich insbesondere oder primär auf MQLs, sogenannte, nochmal ganz kurz zur Übersetzung, Marketing Qualified Leads spezialisiert haben. Ja, das sind so 99% aller Demand-Gen- oder Lead-Generierungsagenturen, die letztendlich Marketing Qualified Leads produzieren. Das hat einen ganz besonderen Grund, weil natürlich in so einer Agentur bestimmte Systeme und Strukturen herrschen. Ansonsten könnte so eine größere Agentur, meistens sind es auch größere Agenturen, gar nicht so viele, sagen wir, unterschiedliche Themen und so viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Ja, also, und natürlich sind die meistens auch ein bisschen günstiger, aber das hat auch seinen Grund, genau eben diesen Grund, dass meistens Marketing Qualified Leads produziert werden. Was ist die Definition von Marketing Qualified Lead? Das sind letztendlich Leads, die gleichzusetzen sind mit Interessenten. Ja. Also wenn ich jetzt heute, das kann man heutzutage auch schon sehr, sehr gut machen, oder zumindest zum großen Teil auch schon sehr gut abdecken über Online-Marketing natürlich, weil heutzutage Online-Marketing ist ja nochmal ein Stück weit komplett anders als wir jetzt noch vor 10 oder 20 Jahren, wo man halt einfach auch bei Marketing Qualified Leads hauptsächlich über telefonische Kaltakquise eben gegangen ist. Und heutzutage kann man da eben auch schon viel online machen, aber in Kombination funktioniert es natürlich immer noch am besten. Ganz kurz, der Unterschied ist letztendlich, das, was wir hier nennen bei Klein Marketing, ist der Reciprocal Matching, also gegenseitiges Übereinstimmen. Auf der anderen Seite des aktuellen Status quo auf der Kundenseite und auf der anderen Seite aktuelle Portfolio und des Offerings von der Dienstleisterseite oder der Herstellerseite des Softwareherstellers. Und dort gibt es letztendlich übergeordnet drei verschiedene sehr wichtige, markante Punkte. Das eine ist das Timeframe, Anforderungen und das Budget, was sich letztendlich sehr stark vom SMQL unterscheidet. Wenn du diese drei Punkte abgeklärt hast, dann befinden wir uns schon im Bereich eines sogenannten SQLs, also Sales Qualified Lead. Das heißt, letztendlich hier bist du mir dann schon so weit, dass hier im Timeframe, sagen wir mal, da geht es noch darum, okay, wann machen wir was? Wir haben bereits ein Problembewusstsein, ja. Also es geht und von dahin in die Richtung, dass wir sagen, okay, wir wissen schon, was unser Problem ist, wir wissen auch, dass wir was machen wollen. Es geht halt jetzt nur darum, wann wird genau was stattfinden. Ja, also diese sogenannten Evaluierungsphasen und das nach wie vor eines der größten Probleme immer noch bei der ganzen Demand- und Lead-Generierung ist einfach, entweder ich bin immer zu früh oder ich bin zu spät. Ja, und das übernehmen wir einfach hier in der Agentur einfach systematisiert. Ja, und das nächste ist halt die Anforderungen. Ja. Das heißt, hier ist es halt je nach Offering häufig auch schon, also eigentlich schon ein Sales Qualified Lead, denn wenn man hier zum Beispiel gemeinsam mit dem Kunden eben ins Gespräch geht und die Anforderungen gemeinsam erstellt, Pflichtenhefte gemeinsam erstellt, manchmal ist es auch eine Sache, die einfach nur rein intern gemacht wird. Das hängt von Einzelfall ab, aber das ist letztendlich auch eine Sache. Wir begleiten unseren Kunden so bis dahin, bis die Anforderungen letztendlich auch erstellt wurden, und leiten die dann auch an unsere Kunden weiter. Ja, Budget ist halt häufig auch nicht ganz so einfach, weil man natürlich
das Budget dann auch teilweise immer anpassen muss, ja, weil man sich irgendwie ein Budget halt einfach vorstellt. Aber viele Kunden sagen halt dann auch, okay, wir haben eigentlich gar keine Vorstellung vom Budget. Ne? Wir wollen einfach nur, dass es rentabel ist unterm Strich, ne? Dass wir eine Optimierung, eine Verbesserung also vorbringen. Ja? X mit so und so viel Faktor, X irgendwas. Und es ist halt einfach total schwierig, bestimmte Budgets einfach konkret von vornherein zu wissen. Und wie es eben auch grundsätzlich auch bei Softwareprojekten so ist, meistens werden die Budgets im Nachhinein nochmal korrigiert. Das ist halt einfach so. Festpreise sind da immer ein bisschen schwierig. Das kennt man ja auch von ganz kleinen Agenturen, die zum Beispiel irgendwelche Webseiten oder so programmieren. Also es ist genau das Gleiche. Und da sind wir bereits im Bereich des RFQ, also Request for Quote. Ja, also letztendlich, wir begleiten unseren Kunden bis dahin, dass letztendlich eine Angebotsstellung erfolgen kann und demzufolge dann letztendlich auch schon die ersten bezahlten Workshops, also mit anderen Worten, bereits Umsatz generiert wird. Und das machen halt 99% aller anderen Lead- und Demand-Gen-Agenturen können das gar nicht bieten. Ja, diese Tiefe an Dienstleistungen, die wir hier eben bieten, weil die einfach viel zu generalistisch aufgestellt sind, einfach in der letztendlich so eine Marketing, so eine größere Lead-Agentur mit 50 Mitarbeitern, die sind halt in der Regel, haben wir auch nicht die Qualifizierung, das überhaupt so weit begleiten zu können. Ja. Weil man muss dann schon eigentlich auch auf einem gewissen Niveau in Augenhöhe mit allen Beteiligten dann auch reden können und sprechen können. Und das ist einfach ein ganz anderes Skillset, was man da benötigt, als wie einfach nur jetzt in Anführungsstriche den traditionellen Telemarketer, der einfach, selbst wenn er auch in der IT-Branche schon viel Erfahrung hat, letztendlich nur MQLs, also Marketing Qualified Leads, den ganzen Tag produziert. Also das sind so mal ganz grob die Dinge, die auch bei mir intern im Training grundsätzlich stattfinden, wo ich auch sehr, sehr stark ausselektiere, mit wem ich da zusammenarbeite. Das sind theoretisch nochmal Welten dazwischen. Denn ich kann heute eine Kampagne machen, eine Demand- oder Lead-Generierungskampagne und ich kann 60 Leads in 6 Monaten produzieren, Enterprise-Leads, und trotzdem davon nur 5, sind nur 5% letztendlich konkrete Projekte, die A, tatsächlich aktuell im Timeframe von ja, 6 Monaten auch irgendwo starten, sagen wir mal, 3 bis 6 Monaten, B, die Anforderungen dann auch tatsächlich denen so entsprechen, dass man das Portfolio auch wirklich darauf abgebildet wird, also dass man nicht, sagen wir mal, als Dienstleister, IT-Hersteller, Dienstleister insbesondere, nicht Dinge versprechen muss, die man gar nicht kann. Ja, dass man einfach da auch wirklich dieses tiefen Verständnis hat. Das ist halt häufig bei oberflächlichen Marketing-Kampagnen und Telemarketing-Agenturen nicht der Fall. Und C, dass das Budget eben auch so ist, dass man vernünftig arbeiten kann. Ja. Also, dass man eben hier, sagen wir mal, keine falschen Vorstellungen hat. Und ja, das war es eigentlich soweit. Wollte ich mal kurz, weil einfach viele, das halt auch Kunden, mit denen ich spreche oder Interessenten meiner Seite, nicht ganz, natürlich nicht ganz verstehen, ist ja auch klar, weil so Agenturen wie die meinige, die gibt es eigentlich, die sind extrem rar im Markt. Ja? Also das, was wir machen, ist eigentlich sehr, sagen wir mal, speziell. Sagen wir, wir bilden vielleicht 1% vom gesamten Demand-Gen-Markt ab an Agenturen, die diese tiefen Kenntnisse eben haben von den Projekten und von den Themen, die wir eben bearbeiten. Und das sind noch nicht alle Themen. Wir machen zum Beispiel gar nicht mehr so viel die ganzen Infrastrukturthemen, weil da einfach alles so in die Cloud hingeht. Es geht alles in Abo-Modelle, geht alles in grundsätzlich in diese Richtung. Und ja, also das sind sozusagen die Sachen. Trend ist ganz stark in Richtung ja, sagen wir mal, Vermengung, Vermischung, Kombination aus Strategieberatung und Konzept und Implementierung von den eigentlichen Lösungen und dann
Ist einfach, die Welt wird einfach so komplex, dass man das einmal, man kann eigentlich kein, ja, man kann eigentlich kein, sagen wir mal, kein E-Shop, keine Enterprise-E-Shop mehr Lösung mehr implementieren, ohne gleichzeitig auch Digitalisierungsmaßnahmen im ERP-Bereich durchzuführen. Ja? Also als oder Digitalisierungsmaßnahmen im Prozessdigitalisierung durchzuführen. Also Prozessstrategie, Beratung, Konzept und Umsetzung, Digitalisierung von Prozessen einfach. Wenn Prozesse oder Prozessberatung, wenn gewisse Prozesse noch gar nicht vorhanden sind, ja, kann man die auch nicht digitalisieren. Und wenn man keine digitalisierten Prozesse hat, kann man auch keinen E-Shop aufbauen oder kein modernes ERP-System. Ja. Und eines baut eben auf das andere auf. Und dieses Tiefenverständnis, das ist natürlich bei 99%, und da lege ich wirklich die Hand aufs Herz, der Telemarketing-Agenturen eben nicht vorhanden. Ist ja auch völlig logisch, weil einfach das Bildungsniveau diesbezüglich einfach nicht vorhanden ist. Dann würden auch die Mitarbeiter, die diese Projekte umsetzen, diese Kampagnen, einfach mindestens doppelt so viel verdienen. Ja. Und dann wäre einfach alles insgesamt anders. Der ganze Markt. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte hier mal vielleicht die ein oder andere Fragezeichen zur Differenzierung zu dem, was wir machen, zum Rest vom Markt der sogenannten Demand-Gen-Lead-Generierungsagenturen, B2B-Telemarketing-Agenturen, was es alles so gibt. Und die ja teilweise fast gar nichts auch mit online machen. Ja. Also die meisten Telemarketing-Agenturen haben noch nie eine LinkedIn-Kampagne geschalten, zum Beispiel. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Haut rein, happy hunting, bye bye. Ich wünsche euch was.